Mario! Hallo! So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Mario 64. Nun haben wir den ersten Welt fast komplett. Aber mir fehlt da eine roten Fliegercape. Deshalb werden wir in diesem Part die zweite Welt bestreiten. Seriously? Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Dass ich da die Tür nochmal öffnen muss, epic fail. Aber let's begin! Besiege König Wump, und zwar in Wumps Wuchtwahl. Die Lakito Film AG berichtet live und in Farbe. Hier die neuesten Meldungen. Gegner sind sehr oft unachtsam, wenn du dich leise, also langsam bewegst. Die Kameraposition kannst du durch C-Stick nach rechts und C-Stick nach links verändern, um einen Überblick zu erhalten. Das Weitwinkelobjektiv wird mit C-Stick nach unten eingesetzt. Details der Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Ja, vielen Dank. So, dann besteigen wir nun die Festung hinauf. Wollen wir sehen, was das Schild zu sagen hat. Der Weg zur Burg ist sehr schmal. Selbst Wagemutige sollten sich langsam bewegen. Außerdem wecken leise Schritte niemanden, der schläft, was dein Vorteil sein könnte, wie diese Piranha-Pflanze da hinten. Aber ich mach so. Ich spring einfach drauf. Achtung, dieser Steg ist ziemlich schmal, du solltest dich sehr langsam bewegen. Überschreitest du eine Kante, fällt Mario nicht in die Tiefe, sondern er klammert sich daran fest. Möchtest du wieder nach oben klettern, drücke den Analogstick in Marios Blickrichtung. Mario lässt die Kante los, wenn du den Analogstick in Richtung seines Rückens bewegst oder Z drückst. Bist du in Eile, kannst du auch durch einen beherzten Sprung mit dem A-Knopf hinaufgelangen. Er braucht schon die langsame Tempo. Du kannst auf Bäume und Stangen klettern. Wenn du gegen sie springst und den Analogstick nach oben drückst, mit dem A-Knopf kannst du nach hinten wieder abspringen. Du kannst sogar auf der Spitze einen Handstand machen. Springst du aus dem Handstand von einem Objekt ab, machst du einen unglaublich hohen Sprung. Wie ihr schon im ersten Part erfahren habt. Aussichtsplattform, drücke nach oben und genieße die Aussicht. Vielleicht entdeckst du Geheimnisse deiner Umgebung. Drücke R, um zu Marios Kamera zu wechseln. Sie bleibt ständig hinter ihm. Mit dieser Taste schaltest du auch zurück auf Lakitu. Im Pausenmodus kannst du weitere Einstellungen von dem Wähle Start tief und halt die R-Taste gedrückt. Gut, dann klettern wir mal diese Stange hier hinauf. Das gibt es doch gar nicht. Was willst du? Wicht hier in meinem Reich. Ich werde dich lehren, meine Befehle zu... Oh, diese vermaledeiten Rückenschmerzen. Oh, jetzt hast du dich wieder verraten, hm? Einfach auf seinem Rücken Stampfattack ausführen. Unglaublich, du hast mich von meinen Kreuzschmerzen befreit, als Dank gebe ich dir diesen Stern. Was? Ich soll damit geholfen haben? Ich dachte, es verschlimmert nur den Rückenschmerz. Naja, sei es drum. Wir haben diesen Powerstern verdient. Du hast 8 Sterne gesammelt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Die Prinzessin hält sich dahinter auf. Aber ich werde wohl diese Welt beenden dürfen.
Steige auf die Bergfestung. Also nochmal die Schoße von vorne. Oh, Moment mal. Schlafende Gefahren sollte man nicht wecken. Die schlechte Weisheit verleiht längeres Leben. Ach wirklich? Achso, das ist ja das. Okay. Manches sind die Schritte dasselbe. Deshalb erspare ich euch das Vorlesen. Ausgezeichnet. So, einfach hinauf. Oh, ich dachte, ich könnte hier ein bisschen schummeln. Aber es geht wohl leider nicht. Flieg ins Blaue. Was hat das jetzt zu bedeuten? Ach, guckt euch's doch an. Wer ist da? Wer hat mich geweckt? Eigentlich sollte ich um diese Tageszeit schlafen. Aber da du mich schon geweckt hast, wie wäre es dann mit einem kleinen Rundflug um die Burg? Befinde ich mich direkt über dir, springe und halt den Sprungknopf gedrückt. Lass ihn los, um wieder frei zu sein. Ich transportiere dich, solange es meine Kraft zulässt. Beobachtet meinen Schatten, um dich zu orientieren. Gut, dann gucken wir mal. Wir sollen da reinfliegen. Und ich springe noch daneben. Ich spring tatsächlich noch daneben. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Das war ja Buggy. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Und wie ich das mache. Dann einfach diese Wand hier freisprengen. Natürlich auf Kosten von Treffer. So, dann machen wir noch die zweite Wand hier kaputt. Oh ja, ich sterbe ja bald. Und dann versuche mit der Kanone an den Stern ranzukommen. Mit Erfolg! Daumen hoch wert! Zerstöre die Felswand. Ja, das war jetzt halt leider die falsche Aufgabe. Aber ich will ja nicht mit dieser Eule da langweilen. Gott, das war sogar die letzte Aufgabe gewesen. Ja, wir können den Text jetzt ersparen. Und ab in die Lüfte.
Jetzt versuchen wir es doch mal. Diesmal mit Erfolg. Hm? Wecke die Eule. Das war wieder noch eine falsche Aufgabe. Menschenskinder. Ich weiß schon nicht, was das für eine Aufgabe ist. Ah, das hat bestimmt mit der Bali zu tun. Und zwar müsst ihr Folgendes machen: mit der Kanone auf diese Fall hier abschießen. Dann seid ihr sicher. Ah ja, das soll also die Aufgabe gewesen. Hätte ich bloß nicht davor die Wette zerstört. So, und die letzte Aufgabe ist dann, die 8 roten Münzen zu finden. Da können wir auch gleich die 100 Münzen einsammeln. Schlag ins Gesicht. Und die Piranha geben dir 5 Münzen. Oh, jetzt haben wir nur Geld, Mario. Ja, ich habe gedacht, eins dieser Schmetterlinge hätte einen One-Up-Pilz. Ich frage mich, was diese hier sind. Ja, das ist dann mit der coole Cape. Klar, da oben ist noch eins. Oh, das war jetzt ein Fehlschlag. Jawohl. Haha, zu spät aufgewacht. Ja, dann sparen wir hier das bisschen. So, dann springen wir in die Kanone rein und versuchen diese Festung zu erreichen. Hoffentlich war es nicht zu weit. Gott sei Dank nicht. Die Nummer 7. Nein! Das war knapp. Und abrutsch. Weil es gibt doch da unten eine blaue Schalter. Und das spart ein bisschen an Arbeit. Oh, ich dachte, es sei mehr. Toll, muss doch noch extra Münzen einsammeln. Oh.
So, noch 10 Münzen. Also wenn die wieder da sind, dann gibt es keine Münzen mehr. Perfekt. Du hast 100 Münzen eingesammelt. Der Stern verleiht dir zusätzliche Kraft. Spielstand speichern? Selbstverständlich. So, dann holen wir noch den anderen Stern. Und dann hätten wir die zweite Welt abgeschlossen. So, da können wir jetzt hier rausgehen und auf die dritte Welt vorbereiten. Aber was ist denn das? Das war noch nicht. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst. Benutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert wie bei einem Flugzeug. Bewegt den Analogstick nach vorne, um zu sinken, und nach hinten, um zu steigen. Also, hier ist auch die Aufgabe: 8 roten Münzen einzusammeln. Aber es ist mir leider nicht gelungen. Aber was passiert, wenn man runterfällt? Da können wir einfach zurück. Das geht nicht als Death. Hey, diesen kleinen Fates kann ich ja noch erlauben. Ich bin ja kein Pilot. Das gibt's nicht. Hab wieder um eine Münze verfehlt. Das gibt's. Naja. Das gibt's nicht. Hab alle rote Münzen eingesammelt. Aber ich würde leider hinunterfallen. Epic Fail. Das ist nicht so leicht, wie ich es mir dachte. Nein! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Aber jetzt, zwar nicht auf Anhieb, aber du hast den roten Schalter aktiviert, aber jetzt kannst du die Federkappe einsetzen und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet eine dieser Münzen. Müsstest du deinen Spielstand speichern? So, das hätten wir dann auch abgeschlossen. Aber bevor wir in die dritte Welt gehen, würde ich mal sagen, wir gehen nochmal in die erste Welt zurück, um dort die 100 Münzen einzusammeln. Aber das machen wir im nächsten Part. Ciao!